zur Gruppengröße. Steht die Gruppengröße schon fest, dann folgt als zweiter Schritt die Überlegung der möglichen Rollenverteilung. Wie viele Solorollen und kleinere Rollen, Statistenrollen soll oder kann es geben? Gibt es die Möglichkeiten, Rollen hinzuzufügen? Wie zum Beispiel stumme Rollen, Erzählerrollen oder Doppelgänger von Figuren? Außerdem kann man auch Zweitbesetzungen von Rollen vornehmen. Das bedeutet, dass zwei Darsteller dieselbe Rolle einstudieren, sodass in Krankheitsfällen die Doppelbesetzung einspringen kann. Man sollte auch immer überlegen, wie wichtig einzelne Rollen für das Stück sind. So sollte überprüft werden, ob sie vielleicht gestrichen oder auch zu größeren Rollen ausgebaut werden können. Auch sollte man sich überlegen, ob in den verschiedenen Szenen des Stückes eine Rolle von unterschiedlichen Darstellern gespielt werden kann. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man die Entwicklung eines Charakters vom Kind zum Erwachsenen darstellen möchte. Die Rollen können auch durchgewechselt werden. Das heißt, dass die Darsteller gleichzeitig mehrere Rollen lernen und diese untereinander während einer Aufführungsserie tauschen. Steht die Gruppengröße noch nicht fest, so kann man sich am persönlichen Interesse der Mitwirkenden orientieren oder die Stückwahl an den räumlichen oder technischen Gegebenheiten des Aufführungsortes ausrichten. Wenn der Aufführungsort beispielsweise ein Schwimmbad ist, kommen einem sicher andere Stückideen in den Sinn als bei einem klassischen Aufführungsort, wie zum Beispiel einem Theatersaal.